Ja, in knapp 3 Wochen ist schon Heiligabend, die Zeit, die rennt, man kommt gar nicht mehr hinterher. Aber jetzt ist natürlich der richtige Zeitpunkt, um sich um die letzten Weihnachtsgeschenke zu kümmern, damit man nachher nicht ohne etwas dasteht oder irgendwas noch auf den letzten Drücker kaufen muss. Und wir haben hier Geschenketrends 2022 für Sie vorbereitet, beziehungsweise auf Carsten gemacht. Und jetzt geht es natürlich um unsere lieben Frauen. Was könnte man unseren Damen schenken? Was Zweckmäßiges, was zum Verwöhnen? Ich glaube, wir haben hier in dieser Sendung eine gesunde Mischung von beidem. Beginnen tun wir richtig scharf und zweckmäßig. Ja. Und wir holen mal Monika, da wären wir schon mal beim Thema scharf. Aber jetzt haben wir hier so kleine Holzkästchen. Und ich glaube, heutzutage ist Kochen nicht mehr Arbeit, sondern das ist für viele Passion oder Hobby. Das ist Vergnügen. Also für mich definitiv. Ich stehe gerne mal in der Küche und bereite mal ein bisschen was zu. Wenn ich Zeit habe, ist das ein sehr schönes Hobby. Ich weiß aber, dass es bei den Damen nicht anders ist. Du bist ja auch so eine Art Hobbykoch, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Ja? So. Und da braucht man auf jeden Fall das gute Werkzeug oder auch Messer, ne? Ja, ganz genau. In jeder Küche gehören vernünftige, scharfe Messer dazu, um vernünftig zu kochen. Und ich, wie war das? Ich habe 10 Ex-Freundinnen gefragt, 9 haben gesagt, ich wünsche mir scharfe Messer. Ja, richtig. Ja? So. Und das ist das komplette Set, was wir Ihnen anbieten dürfen, liebe Zuschauer. Natürlich sehr interessant auch zu wissen, dass das Ganze in so einer wunderschönen Geschenkebox, in so einer Echtholzbox kommt, sodass man es natürlich auch super einpacken kann. Und ich glaube, mit so einem vernünftigen Messerset kann jeder ordentlich was anfangen. Es sind 3 verschiedene Messer logischerweise und vor allen Dingen schön groß, ausgestattet natürlich vom allerfeinsten, sehr hart und vor allen Dingen mega scharf, 58 Rockwell, falls Sie damit was anfangen können. Also auch ein Material, was ohne weiteres auch die Profis verwenden könnten. Handgefertigt, muss man noch dazu sagen, in einem sehr, sehr schönen Hammerschlagdesign an der Schneide. Und die Griffe bestehen aus Echtholz, aus richtigem Rosenholz, afrikanischem Rosenholz. Die liegen super in der Hand. Ja. Muss ich mir Gedanken machen, wenn du mit dem Messer da neben mir rumgehst? Nein, musst du nicht. Nein, ich schaue mir das nur an. Ich finde das wahnsinnig schön. Und das spielt für mich auch immer eine Rolle, weil ich immer in meiner Küche im Messerblock oder so halt schöne Messer haben möchte. Richtig. Und die sind ausgesprochen wunderschön. Und sie liegen richtig gut in der Hand. Da ich ja so viel koche, habe ich da auf jeden Fall Erfahrung. Ja, und es ist doch so, ist aber ohne scharfe Messer geht gar nichts in der Küche. Du willst ja schneiden. Und du willst nicht quetschen. Das fängt bei einer Tomate an, geht über ein Stück Käse bis hin mal zu einem ordentlichen, schönen Stück Fleisch. Ja. Oder wenn du jetzt mal ein schönes Geschnetzeltes machst. Er hier ist hier gerade noch mit seiner Möhre beschäftigt. Auch das, ne? Ja, das sind auch so Dinge. Ja. Also eine Möhre ist ganz schön hart. Ja. Ja, du, ich mache ja fast täglich einen Salat. Ja? Und da brauchst du scharfe Messer allein zum Zwiebeln, Tomaten oder anderes Gemüse schneiden. Aber auch Fleisch kann man damit mit diesem Messerset gut schneiden. Und ich glaube wirklich alles. Und 37,99 Euro für 3 so hohe hochwertige, handgefertigte Messer. Die wirft man natürlich bitte nicht in die Spülmaschine. Aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Guck mal hier, pass auf. Hoffentlich sehen wir es noch. Achtung, Achtung, Achtung. Und zack. Durch das Fleisch, durch den Knochen durch. Das machst du mit keinem Haushaltsmesser zu Hause. Dafür brauchst du richtig scharfes Profimaterial. Und genau das haben wir jetzt hier. Ich persönlich bin ein großer Fan von diesem Kochmesser hier. Das ist eine Allzweckwaffe in der Küche. Ja, natürlich. Also auch hier das ganz große, das Hackmesser. Ja, auch für Gewürze zum Beispiel. Also Petersilie oder ähnliches kannst du mir hier vorstellen. Dieses zack, 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 zack. Ich bin da nicht so, also ich Vielleicht bin kein Profi. Vielleicht aber auch mal fürs unters Kopfkissen. Für uns Frauen, ne? Zur Selbstverteidigung. Jetzt merkt ihr. Oder am Nachttisch. Aufs Kopfkissen gehe ich jetzt nicht ein, ich bleibe beim Kochen, aber das sind wirklich Profimesser zum bezahlbaren Preis. Ich finde, es ist eine tolle Geschenkidee. Und wenn Sie sagen, Messer verschenkt man nicht, dann lassen Sie sich dieses Geschenk für 1 Cent abkaufen. Dann kann auch da nichts passieren, wenn man so ein bisschen abergläubisch ist. Ja. Die Bestellnummer für unser 3-teiliges Messerset in dieser Echtholz-Schatulle ist die NC2859 und die 569. Und wenn man den Erfolg von Kochshows im Fernsehen immer wieder sieht, dann weiß man, dass Kochen voll im Trend liegt. Das ist oftmals ja keine Arbeit, sondern wirklich ein Event, was man auch gerne gemeinsam macht. Und Monika hat was Schönes gesagt. Sie möchte auch, dass in ihrem Messerblock ein einheitliches Bild ist. Das ist ja oftmals so, dass man Messer zusammenkauft und dann sieht das ein bisschen unsortiert aus. Hier hast du 3-mal Rosenholz, afrikanisches Rosenholz, dann im Messerblock und hast dann auch wirklich fürs Auge etwas, auch wenn sie gerade nicht benutzt wird. Und dass die scharf sind, das können Sie uns glauben. Also, in der Küche waren wir jetzt, aber vielleicht ist auch die ein oder andere Geschenkidee gut geeignet für einen schönen Tee- oder Kaffee-Nachmittag. Ja. Und wir holen nochmal unsere Monika mit dem nächsten Produkt, beziehungsweise Utensilien für unser nächstes Produkt.
Also das ist nicht das, die Geschenkidee, die wir Ihnen präsentieren möchten. Das sind unsere Weihnachtstassen, die immer dann zum Tragen kommen, wenn man sich gemütlich zusammensetzt, um mal zu klönen. Und ich habe mir mal aus gut informierter Quelle sagen lassen, dass ihr Mädels gerne mal zusammensitzt und klönt. Das ist richtig. Ich möchte betonen, wenn das passiert, sitzt der Teufel in der Ecke und lernt. Ja, so. Und das Produkt, was wir Ihnen eigentlich zeigen möchten, um jetzt nicht komplett vom Thema abzuschweifen, ist dieser wunderschöne Wasserkocher. Ich habe ihn jetzt mal angemacht, denn natürlich möchten wir drei alle gleich einen leckeren Tee genießen. Aber das natürlich jetzt auch mal ein Wasserkocher, den man ohne weiteres mal auf den Tisch stellen kann. Ja. Anders als der schäbige Wasserkocher, ich hatte es, glaube ich, gestern mal kurz erwähnt, den ich zu Hause bei mir in der Küche stehen habe. Ich glaube, das Ding ist 15 Jahre alt, blau. Ja, in so einem Himmelblau und komplett verkratzt. Das ist nichts für den Tisch, Carsten. Nee, definitiv nicht. Aber also unser damit, hier schon, der sieht wunderschön aus. Das ist ein richtig schöner Keramikwasserkocher, den man natürlich auch gerne in alle Richtungen drehen kann. Ich zeige es dir mal ganz kurz. 360 Grad, Linkshänder, Rechtshänder, also überhaupt kein Thema. Das heißt, der praktische Ansatz ist damit also auch, oder hat damit auch Erwähnung gefunden. Aber allen voran wird Ihnen zu Hause natürlich nicht nur das Material, sondern diese tolle Keramik, sondern natürlich auch diese wunderschöne Verzierung gefallen. Und ich glaube, da haben wir jetzt hier ein Design gewählt, was den Damen gefällt, oder? Das gefällt mir richtig gut. Ja. Allein diese Rosen, das geht ja auch immer. Sieht einfach wunderschön aus, auch mit dem weißen Hintergrund. Das passt in jede Einrichtung. Und wenn man da dann mal zusammensitzt, vielleicht mit seinen besten Freundinnen und ein bisschen schnackt, dann geht das doch auch am besten mit einem Tee. Ja, genau so ist es. Das Schöne ist, wir haben hier eine verdeckte Heizspirale. Ich kenne das mal beim Wasserkocher zu Hause. Da musst du mehr oder weniger, wenn du heiß oder hartes Wasser hast, aus dem Kölner Kreis kenne ich das immer alle 3-4 Wochen mal so mit Essig rein oder mit so einem Entkalker oder sowas, damit du nicht das ganze Wasser voller Kalk hast. Hier hat man ein verdecktes Heizelement. Das heißt, hier wird das Wasser immer schön sauber und ordentlich rauskommen. Ein kleines Sieb ist natürlich ebenfalls mit dabei. Ich finde den wunderschön. Wie gefällt er dir, Ralf? Ja, auch wunderschön. Vor allem ist das ein Wasserkocher, den man präsentieren kann, den kann man auf den Tisch stellen. Genau, also ich habe auch dasselbe Problem wie du. Mein Wasserkocher steht ganz hinten im Eck, dass ihn keiner sieht, wenn ich ihn mal brauche. Ja. Und ich glaube, das haben viele. Das stellt man, egal wenn man Besuch hat, sogar mit Stolz mitten auf den Tisch. Absolut. Kann dann natürlich noch mal Wasser nachmachen und dann den Tee oder auch ein anderes Heißgetränk damit sofort aufbrühen. Also ich finde, das hat Stil und das hat Klasse. Das hat Stil. Das ist der richtige Ausdruck dafür. Ich müsste mal ganz kurz den Deckel abnehmen, damit wir was kurz hören können. So, also hier echte Keramik, die wir hier haben. Sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Übrigens auch auf dem Deckel, wo ich ihn gerade in der Hand habe, zeige ich Ihnen das mal. Also auch dieses Rosenmuster noch mal zusätzlich drauf. Jetzt muss ich den Deckel wieder drauf machen, weil das Wasser anfängt zu kochen. So, Achtung. So, hier an der Seite an- und ausmachen. Hier passt ein Liter Wasser rein. Und man kann heißes Wasser immer gebrauchen. Und wenn du dir mal eben schnell so ein Süppchen oder was parallel dazu machst, aber natürlich gerade bei so Heißgetränken oder mal einen Kaffee, so einen löslichen oder sowas, ist einfach eine schöne Angelegenheit. Und wenn man so nett zusammensetzt, ist es doch unangenehm, wenn dauernd einer aufstehen muss, um irgendwo heißes Wasser in der Küche zu holen oder was. Da stellt man so einen Wasserkocher ganz einfach auf den Tisch. Und ich glaube, der wird auch definitiv bei ihren Damen, die zum Kaffeekränzchen kommen, Anklang finden. Sieht einfach wunderschön aus. Echtes Keramik und das finde ich zu einem spitzen Preis. Ja, und die Bewunderung ist der Beschenkten dann natürlich sicher. 41,79 Euro. Das ist unser TV-Sonderpreis für diesen wirklich einzigartig schönen Keramikwasserkocher. Die Bestellnummer ist die NC 2339 und die 569. Ich war jetzt auch überrascht, wie ruckzuck das geht mit dem Wasser. Also wir haben jetzt 3 oder 4 Minuten und dann, jetzt kocht schon. Ich hoffe, ich kriege nachher auch einen Tee. Oh, hier qualmt schon schön. Ich finde das klasse. Pass auf, ich überlasse dir die Aufgabe, gleich den Tee einzugießen. Aber denn Monika wird jetzt verwöhnt. Okay. Brauche ich nicht mehr sagen. Monika wird verwöhnt, dann holen wir sie. Jetzt bin ich gespannt, wie du Monika oder sie zu Hause ihre Damen verwöhnen möchten. So, jetzt brauche ich mal ganz kurz Strom. Pass auf, wir kommen jetzt zu einer sogenannten Vibrationsauflage. Natürlich sehr interessant, wenn Sie irgendwo eine Liege haben, wenn Sie es sich im Bett gemütlich machen möchten mit einer entsprechenden Massage oder auch gerne mal auf dem Sofa gemütlich machen wollen. Und das ist das gute Stück. Ich glaube, Monika, dass ich nicht zu weit denke oder zu schief denke, wenn ich sage, jede Dame findet eine Massage angenehm. Oh ja. Oder? Auf jeden Fall. Eine Massage kann man immer gebrauchen. Und hier mit so einer praktischen Sitzauflage wollen wir das gleich mal austesten. Und das ist der Grund, warum ich sagte, Monika wird jetzt verwöhnt. Das kann man nämlich im Liegen machen, das kann man aber auch genauso gut im Sitzen verwenden. Pass auf, ich nehme das mal ganz kurz. Also mir ist das egal. Ja.
gesagt, Stromanschluss brauchen wir. Fernbedienung ist mit dabei. Verschiedenste Massageprogramme sind denkbar und einstellbar natürlich. Und logischerweise auch die Intensität. Klasse. Wenn man jetzt, oder viele Damen haben doch jetzt sicherlich gerne mal so ein Lieblingsplätzchen. Ja, so einen schönen Lehnsessel zum Beispiel, wo gerne mal ein gutes Buch gelesen wird. Oder ganz einfach mal ein bisschen relaxed wird mit einer leckeren Tasse Tee. So, angedockt ist er. Und jetzt kannst du ihn zuschalten. Oh, das geht ja schon los. Ja? Wahnsinn, sogar mit Heizfunktion. Ja, aber selbstverständlich. Infrarot-Tiefenwärme haben wir jetzt hier noch mit dabei. Ist logischerweise dann ganz gut, wenn man ein wenig Entspannung sucht, wenn man vielleicht nach einem anstrengenden Tag auch ganz einfach mal so ein bisschen durchgefroren ist. Man war viel unterwegs, gerade jetzt so in der Winterzeit, vielleicht einfach mal über den Weihnachtsmarkt gelaufen, da kommt man durchgefroren nach Hause. Herrlich. Und ob der Partner dann immer gleich in der Lage oder willens ist, dann eine schöne Massage zu geben, weiß ich nicht unbedingt. Es ist auch nicht jeder so ganz talentiert, um das mal vorsichtig auszudrücken. Oder auch so, wie soll man sagen, beständig in der Massage. Nach 2 Minuten, ja, jetzt tut mir die Hände weh, jetzt möchte ich auch meine Ruhe haben, lass mich doch auch mal auf die Massage liegen. Diese Diskussion überlassen wir Ihnen. Aber gerade diese Infrarotwärme, diese Kontaktwärme ist natürlich genau das, was man haben möchte, wenn man ganz einfach mal so ein bisschen Entspannung haben will. Zum einen gibt es die Wärme, die Sie haben wollen, und zum anderen lockert es die Muskeln und auch mal die ein oder andere Verspannung. So habe ich das selber schon am eigenen Leib erfahren. Ist eine sehr schöne Variante, auch wenn man es beispielsweise mal langlegt, mal aufs Sofa oder falls Sie auch eine Liege zu Hause haben oder ganz einfach mal aufs Bett, auch das eine schöne Angelegenheit. Lässt sich abwaschen und Sie sehen hier im Hintergrund, im Moment sehen Sie es nicht, weil Monika davor sitzt, aber die Infrarotwärme war natürlich mit das Erste, was sie zugeschaltet hat. Welches Programm hast du jetzt gewählt? Ist das jetzt dauerhaft in der Vibration? Ja, ich habe. Oder hast du einzelne Zonen gewählt? F2 heißt das hier. Das sind die ganzen Zonen von oben, von dem Rücken bis nach unten. Sogar auch mein Popo wird hier massiert. Das ist ja ganz angenehm. Ja. Ich habe ja gesagt, es gibt ein Verwöhnprogramm. Also ich kenne niemanden, der sagt Massagen, nee, lass mich in Ruhe damit. Nee. Oftmals versucht man ja Termine zu bekommen. Wenn man dann einen hat, freut man sich drauf. Aber nach 30 oder 45 Minuten ist wieder Ende. Ja, ja, natürlich. Und dann war es das wieder. Das ärgert mich dann immer. Hier können Sie sich jederzeit massieren lassen, beziehungsweise die von Ihnen beschenkte Person. Einfach auflegen auf den Sessel, vielleicht auch aufs Bett. Man kann das im Sitzen, im Liegen machen. Das meinte ich ja gerade. Auf der Liege. Auf dem Sofa langlegen beispielsweise. Vielleicht haben Sie so ein schönes L-Sofa mit einer etwas längeren Liegefläche, da kann man das ganz einfach platzieren. Auf einer Massageliege logischerweise auch, überall dort, wo man sich quasi hinlegt oder hinsetzen kann. Und dann kann man den ganzen Körper massieren, also wirklich vom Halsbereich, vom Nackenbereich, wo häufig die Verspannungen sitzen, bis runter quasi zu den Oberschenkeln, bis runter zu den Beinen, hat man ein richtiges schönes Verwöhnprogramm. Und das in Kombination mit dieser schönen Kontaktwärme. Hier 5 Programme, 3 Intensitätsstufen und natürlich auch mit Timer ausgestattet, damit wir nicht allzu sehr verwöhnen. 15 Minuten, dann geht das Ganze aus. Aber Sie haben ja die Macht in der Hand. Wieder anzumachen. Ich weiß nicht genau, dass man ganz einfach nochmal aufs Knöpfchen drückt und die Massage so lange genießt, wie man möchte. Ich finde es immer fürchterlich, gerade im Winter, wenn du zu einer Massage gehst. Ja, dann hast du diese Wärme genossen, dann bist du entspannt und danach musst du dich wieder anziehen, wieder raus in die Kälte. Dann doch lieber schön entspannt zu Hause mit dieser tollen Massageliege. Ein absolutes Top-Produkt, wie ich persönlich finde. Ja, und bei diesem Geschenk muss man gönnen können, nämlich dem Beschenkten ein bisschen Wellness gönnen. Und wie gesagt, ich glaube, Massage gefällt wirklich jedem, die Infrarot-Tiefenwärme. Wer es noch nie erlebt hat, muss es einfach mal erleben, weil das eine ganz andere Wärme ist, als ein Heizstrahler oder Ähnliches von sich gibt. Also angenehmer geht es gar nicht. Da kann man sich auch mal einen Winterabend so ein bisschen im Sessel verlieren und möchte dann wahrscheinlich gar nicht mehr aufstehen. Ja. Die Bestellnummer für diese Massage Auflage mit der Infrarotwärme, mit den 5 Programmen, mit den 3 Intensitätsstufen ist die NX9659 und die 569, der Preis gerade mal 82,64 €. Und einen Geschenkvorschlag für die Damenwelt haben wir noch. Und dann, also bei diesem Geschenk wäre ich mir sicher oder bin ich mir sicher, das ist ein 100%iger Treffer. Frauen werden es lieben. Und ich weiß es so genau, weil alle, mit denen wir bisher gesprochen haben, inklusive Monika, sagen, die will ich haben. Und sie gibt sie gar nicht aus der Hand. Ist dir das aufgefallen? Ja. Eine smarte Heizdecke, also eine Heizdecke per se, glaube ich schon, das absolute Nonplusultra. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn wir jetzt beides zusammen genießen könnten, oder? Diese tolle Massageauflage, wo die Wärme quasi von unten kommt. Stimmt. Und dann an den richtig kalten Tagen ganz einfach nochmal eine Heizdecke oben drüber legen. Ich behaupte mal, da hätten noch 2 Personen drunter Platz. 1,80 Meter auf 1 Meter ist die komplette Größe. Und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich von einer richtigen Kuschelqualität spreche. Das ist ja ein fantastisches Material. Sieht wunderschön aus in diesem
silbergrau Anthrazit, aber hier natürlich auch diese Kuschelqualität. Ich glaube, genau so eine Decke möchte man haben, oder? Auf jeden Fall super flauschig, super kuschelig. Auch die Farbe sieht sehr schön aus. Toll, ne? Passt, denke ich, auch in jede Einrichtung. Aber das Beste ist, dass wir hier Steckdosen ungebunden sind, denn wir haben ja hier eine Powerbank mit drin. Und die kann man hier einfach anschalten mit drei verschiedenen Wärmefunktionen. Sieht man auch hier an der Fernbedienung. Das finde ich das Beste daran. Klingt so ein bisschen seltsam, wenn man von einer smarten Heizdecke spricht mit einer sogenannten Powerbank. Aber irgendwo muss die Wärme natürlich herkommen, die Decke an sich. Schon sehr kuschelig warm, keine Frage, aber wenn man so richtig durchgefroren ist, dann schaltet man ganz einfach hier die Wärmefunktion dazu, damit Sie aber unabhängig genießen können, unabhängig von der nächsten Steckdose. In der Regel haben solche Heizdecken, weiß ich, eine Zuleitung von 1,50 m, 2 m. Da ist man natürlich örtlich dann auch ein Stück weit gebunden, ja, an der nächsten Steckdose irgendwo. Da muss man schon schauen, wie kriege ich es untergebracht. Hier, es ist völlig egal, wo Sie es genießen. Auch wenn Sie gerne vielleicht noch mal abends ein Stündchen draußen sitzen, vielleicht im Frühjahr oder im Herbst, dann können Sie natürlich die Wärmefunktion zuschalten, weil die Wärmefunktion ganz einfach hier über die mitgelieferte Powerbank eingefügt wird. Oder vielleicht haben Sie Ihr Lieblingsplätzchen auf dem Sofa oder an anderer Stelle und möchten da natürlich auch ganz gerne mal eine schöne Heizdecke genießen. Dann tun Sie das, denn Sie sind ortsunabhängig, weil die Wärmequelle hier quasi von der Powerbank gespeist wird. Übrigens weiß ich aus gut informierter Quelle, dass unsere Monika auch ganz gerne mal aufs Handy schaut. Ja. Ja, also hast du dein Lieblingsplätzchen wahrscheinlich auch zu Hause, wo man ganz gerne dann mal so ein bisschen am Handy rumdaddelt. In der Regel ist dann der Akku dann auch irgendwann mal leer. Jetzt kannst du diese Powerbank natürlich auch nutzen, um gleichzeitig neben dieser angenehmen Wärme auch dein Handy noch aufzuladen. Und also dann kann es auch mal ein Stündchen länger dauern. Ja, oder? Praktisch. Also nur Vorteile mit dieser wunderschönen Heizdecke und auch diese Infrarotwärme. Man merkt das gar nicht. Man merkt gar keinen Heizdraht oder so hier drin. Das ist so kuschelig. Das können Sie hier so zusammenknüllen. Da merkt man keinen Draht. Ich bin froh, dass du das erwähnst. Kennt diese Heizdecken von früher, so aus den 90er Jahren. Da habe ich immer gedacht, die sind hier so hart wie ein Brett. Mhm. Weil natürlich irgendwo diese Heizspiralen dann also auch fühlbar sind. Mittlerweile hat sich die Technik Gott sei Dank so weit entwickelt, dass das mittlerweile ganz feine, dünne Drähte sind, die man gar nicht mehr wirklich fühlt. Also ich habe jetzt hier schon ein paar Mal und ich habe die Wärme auch schon genossen. Glauben Sie mir das bei den Temperaturen da draußen? Man merkt es einfach gar nicht. Übrigens können Sie das Obermaterial natürlich auch waschen, wenn Sie das möchten. Man hat quasi ein Inlay, wo entsprechend hier die entsprechenden Heizelemente drin sind. Wenn Sie das Obermaterial waschen wollen, ist das ohne weiteres auch möglich. Eine wunderschöne Möglichkeit, die man in 3 Heizstufen zuschalten kann. Aber natürlich geht die auch mal ohne die eigentliche Heizfunktion. Aber wenn Sie die Heizfunktion haben möchten, müssen Sie die erstmal gucken, wo habe ich denn jetzt hier die nächste Steckdose. Hier wird ganz einfach über die entsprechende Powerbank, die mitgeliefert wird, der Strom dann in der Decke erzeugt. Vielleicht auch fürs Auto, wenn man jetzt unterwegs ist an den Feiertagen. Fürs Auto ist ja wunderbar. Im Campingbereich, wenn du so in den Herbst hineinkommst und vielleicht mal so einen schlechten oder diesigen Tag erwischst, wo es vielleicht nicht mehr ganz so warm ist oder sowas alles, dann legst du dich ganz einfach mal in dein Mobil rein und genießt dann hier mal so eine schöne, angenehme Decke. Das wäre was für uns Kerle, oder? Ja, natürlich. Ab und zu können wir auch mal richtig schöne Wärme gebrauchen. Und man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sie anschaltet. Kann ich mir das leisten bei den Stromkosten? Ja, können Sie. 19,5 Watt braucht die gerade. Durch diese Nanotechnologie, Nano-Infrarot-Technologie, ist das eben möglich. Sie haben die Möglichkeit oder die von Ihnen beschenkte Person zwischen 3 Temperaturstufen zu wählen. Mittelwarm, etwas wärmer oder ganz warm, und so wird jeder auf seine Kosten kommen. Ja, ja. Und dass ich keine Steckdose mehr brauche für die Wärme, das finde ich natürlich revolutionär. Und wer Infrarotwärme, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, gespürt hat, der will das nicht mehr missen. Klar. Das ist ein Riesentrend, speziell jetzt gerade so in den letzten 2-3 Monaten. Man hat schon irgendwann gemerkt, dass der Sommer dann mal merklich nachlässt. Und sobald dann also auch mal die kalten Tage Einzug gehalten haben, ging bei uns dann also auch logischerweise der Run auf diese Infrarotheizgeräte los. Wir haben ja auch diese Heizsäulen und so weiter, auch diese Heizpanels und so weiter, die viele dann eben gerne auch in der Wohnung verteilt haben. Aber gerade bei solchen Geschichten, bei dieser Massageauflage, die Sie eben gesehen haben, und natürlich auch bei dieser Decke jetzt hier, ist die Infrarottechnik schon ganz, ganz weit vorne mit dabei. Und du hast recht, wer das einmal erlebt hat, der will wahrscheinlich nie wieder was anderes haben. Also für mich die neueste Generation der Heizdecken inklusive des Powerpacks. Ja, also dass die Stromversorgung schon mal gesichert ist. Und Carsten hat es vorhin gesagt, nebenher kann man sogar noch das Handy oder andere USB-Geräte laden oder betreiben. Die Bestellnummer, die ZX8266 und die 569, 113,99 €. Ihr TV-Sonderpreis. Also jetzt ran ans Telefon.